Mila, ich weiß ja noch nicht, wie es da aussieht, aber deine erste Aufgabe wird es sein, die ZUs auszuschalten, da wir dann eventuell auch ein bisschen Luftunterstützung kriegen, wenn die weg sind. Ich hoffe mal, dass mein blauer Marker als Operator Platz funktioniert. Sprich, ob ich dann eine erhöhte Position habe. Ja, Höhe müsste schon passen. Blauen Marker sind nur geschätzte Sniper-Positionen, Ja, aber schau dir Marksman-Positionen. mal an, da ist es 20 hoch. Da ist eine Höhe von 10, das müsste schon passen. Viel erhöht nicht, aber erhöht. Da machen mir eher die Bäume Sorgen, die mir nicht die komplette Sicht. Okay, ich sehe die Tracer. Follow the Tracers. Ja, der Satz für uns ist cool. Siehst du das Camp? Ja, okay. Mila, hilf mal aufklären. Also ich sehe, an der Straße steht ein Jeep mit Bewaffnung. Okay, Ich werde mich dahinter einreihen und dann rücken wir langsam auf den Ort vor. Sobald die Feinde 205 Grad, stehen Jeep lassen. mit Bewaffnung obendrauf. Und dahinter, auf der anderen Straßenseite, hinter dem großen Baum, ist auch noch eine kleine Patrouille. Da habe ich bloß einen gesehen. Dann weiter rechts davon ist ein Bunker ein bisschen erhöht, da ist auch nochmal eine Patrouille. Leichtes Fahrzeug mit MG-Rauch montiert auf der Straße, genau vom Sunny, kleinen Fahrzeug Bunker. ist das Ja, letzte, das habe ich was ja wir gerade hier gemeldet gehabt. Oberhalb auf dem Bunker ist ein verschobenes MG. haben. Ja, okay, das kann. Ja, da laufen auch dahinter ein, zwei rum. Verschossen im Und Fahrzeug. links von dem Bunker laufen Geschütze welche im noch Fahrzeug rum. bleiben erstmal. Am Hang. Erstmal nur die Fahrer. Ich funk mal an, wie weit die eigentlich sind. Hier SF1 an Alpha Leads kommen. Wie ist eure momentane Position kommen? Nördlich von La Gosa am Sammelpunkt. So verstanden, wir sind schon beim Militärcamp angekommen. Wir haben nordöstlich eine erhöhte Position. Markierung ist gesetzt. Wie lange braucht ihr noch ungefähr kommen? Jetzt in La Gosa ein und besorgen die Informationen und melden uns dann. Also so verstanden, SF1 Ende. Okay, die sind jetzt gerade Auf 117 nahe meines Markers Alpha MG-Stand. 2 und Alpha 1, wir haben Informationen Näheren aufgestellt, sind MG-Stand bereit. würde ich betonen. Was, Abrücken. 117? 117, da wo mein Pfeil ist, genau auf dem Punkt, da sind Bunker, keine Gebäude, sind kleine Bunker. Befinden sich MG-Stellungen. Okay. Statische. Sonst noch Inwiefern? irgendwas Bedrohliches? Möhrer, Sebastian, bitte melden, wenn sicher ist, dann die Mal Fahrzeuge kommen, gucken. folgen dann. Hey. Missshot. Wow. Möhrer, bitte! Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hat sich irgendjemand bewegt? Möhrer, bitte! Hey Leute, wir hätten hier rechts abbiegen müssen, ne? Okay, nicht mal der MG-Schütze da unten am Jeep hat geschaut. Nein. Meine Gib Hippe, die ab. ich sehe, bewegt sich nicht. Okay. Nein! Ach komm! So ist sicher die Waffe jetzt, weiß ich nicht. Jo, der Sammelpunkt war irgendwie auf meiner Karte zu weit vorne. Okay. Mila, wenn du wieder drin bist, nimm dir wieder eine Lasermarke mit. Okay. Was wir jetzt machen werden, wir werden auf die Bunker zugehen, wo eigentlich der ursprünglich der blaue Pfeil war. Wir machen da eine kleine Rechtskurve, das heißt, wir gehen ein bisschen östlich, dann nach Süden und so, dass wir halt dann, obwohl, Jo.
Wir wissen nicht, in welche Richtung die schauen. Sebastian, bitte wiederholen, was mal, du wolltest. Ich schau mal kurz was. Miller, to connect, cool. Hörig ist er, dann soll ein bisschen zurückbleiben. Habe ich so verstanden und hatte ich auch so vor. Ich sehe die nicht. Achtung, wieder zu den Zivilisten. Kick mal Milas alter Ego. Ach, da geht gleich dann alleine. Okay. Und da ist er. Ich würde gerne wissen, in welche Richtung das MG schaut, aber ich finde das nicht. Kann da einmal einer kurz mitgucken? Es müsste eigentlich genau südlich sein. Ah, jetzt sehe ich's. Okay, die schauen. Ja, das passt. Wir gehen östlich, dann südlich und dann westlich, sodass wir von hinten rankommen. Jeder, der eine schallgedämpfte Waffe hat, das wird dann wahrscheinlich nur Famous sein. Also Fame. Nein, kannst du nicht. Wir werden da hingehen. Famous, du kümmerst dich als allererstes um die statischen Waffen. Und danach, je nachdem, was da noch rumläuft, um die anderen. Aber statisch hat erstmal Vorrang. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal, ja, 50 Meter Osten. Leute, wir rücken jetzt zu Fuß in den Ort ein. Sebastian, soll Maximilian im Granatwerfer hinten zur Unterstützung bleiben? Warte, stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Roger. Nein, schütten, absteigen und auch mit. Die schauen auch nach, Osten. Zurückkommen. Ja, wir gehen nochmal zurück und bleiben in Deckung erstmal. Die schalten wir dann, glaube ich, so aus, wenn die anderen dann da sind. Das hat ganz keinen Sinn. War das eine Maschine von uns? Jetzt hat gerade ein F-35 überflogen. Ja. Also wir machen das so, wenn die anderen dann bereit sind, dann blasen wir die da hinten als allererstes weg. Das ist unser allererstes Ziel. Weil da ist eine Tischka oder zwei. Oder das andere ist eine Mark 19, glaube ich. So was ähnliches und dann nochmal so ein Schütze. In der Stadt zur Kontrolle, Grinse geht mitten rein und wir nehmen die Okay, dann gehen wir hier ein Stück Norden in Deckung. Ja, dann warten wir mal, bis Mila wieder da ist. Oder ist er schon wieder da? Öha. Das ging jetzt fix. Was ein voll toller Tag nach Wechsel. Ja. So realistisch. Klick. Einer Lichtschalter mit LOL? Ja. Mal kurz die Höhe. Ich bin auf dem Schalter gestanden. Ich halt die Mitte der Stadt und ihr rückt dann weiter nach Süden. Kodiak, wechsel mal Position. Okay, ja, kann. Hier vorne stehen, das fertig. Okay, ja, stimmt. Und dann alle zusammen Vormarsch. Kodiak, du deckst nach Westen. Und ich stehe da und schau einfach cool aus. So, den Zug ist abgefahren, hast du. Okay Leute, die MG-Stellung ist nach wie vor da. Famous, du wirst anfangen mit einer Granate. Jeder, der einen Zoom hat. Hä? Okay. Dann warten wir ganz kurz, bis Mila sein TS mal gestartet hat. Ja.
Famous, ich sag dir kurz die Entfernung. So, wo haben wir sie denn? Wo von ihnen was wie nervös? Nein, nervös müsstest du werden, wenn das 3 Laserpunkte wären, ja? Du kriegst das EPW nie, gell, was Mila bekommt. So. Wenn jetzt hier noch so ein. Also so von hier sind es 130 Meter. So ein Klackern im Hintergrund wäre. Dann würde ich, glaube ich, Surrender machen. Ja, so 3 Laserpunkte, weißt du, was das ist? Ja. Predator. Okay, ich sehe durch meinen ARCOG jetzt nichts mehr. Perfekt. Ich sehe gerade noch was, aber wir sollten bald anfangen. Mila, bist du bereit? Mal kurz sagen. Ich stelle mal fix das Visier um. Ja, schnell, aber. Haben die Nachtsichtgeräte? Nein. Wieso nicht noch ein bisschen warten und dann mich mit dem Schalter einfach vorlassen? Ja. In der Deckung sehen die da nichts. Ja, nein. Wir machen das ganz blazing. Also, Tesla, okay. Ich habe immer noch Tech, also USP mit SD dabei und damit ich noch Nacht arbeiten kann. Also, yo, Wayne. Ich kann natürlich versuchen, die so leise auszuschalten. Nahkampf. Also wir gehen jetzt noch ein kleines Stück ran und dann holzen wir die einfach über den Haufen. So. Voll mit dem Laser. Gott, ist das dunkel. Darf ich das perfekt? Hier SF1 an Alpha. Wir fangen mit dem Spiel schon mal an und kümmern uns um ein paar Bunker. Bitte um Feuerfreigabe. Warte, wenn alle in Position sind. Famous, stopp. Warum sehe ich eigentlich nichts? Was ist der Gegner? Okay. Famous, du fängst mit deiner Granate an. Sobald die Granate eingeschlagen ist, für jeden Feuer frei. Was soll ich? Kriegen Kacke an Gewand, ja? Du schießt auf den Bunker, auf die Leute, und wenn die tot sind, werden wir dann schnellstmöglich zum Bunker uns vorbegeben. Mess eben nochmal die Entfernung zum Bunker. Kriegen Kacke an Gewand, ja? Einen Moment noch kurz, Famous. Die Entfernung wird nochmal von uns aus gemessen. Schön genug. Hä? Okay, das war gerade ein bewährende Anzeige. Zeigt mir 1 Kilometer an, das kann schlecht angehen. Mann da, ja? Ja, das sind so ungefähr 100 Meter. Das sind 100 Meter. Kilometer. Also Famous, das sind Tick unter 100 Meter. Lauf dein Go. Okay, geht los. Ich hab die Karte an mich gebracht mit den Informationen und man kann jetzt HQ nachfragen wegen den Informationen zu dem Militärlager. Okay, langsam auf den Bunker zu. Ja, verstanden. Dann bitte alle wieder zurück und markierten Stelle auf der Karte. Roger. Kackpflanze. Wow. Scheinwerfer ausschalten. Ist das überhaupt ein Scheinwerfer? Er leuchtet aber der Durchsicht. Ja, tut er auch. Na toll. So, ja, ich weiß ungefähr die Position, das ist aber nicht im Sichtwinkel. Nachtgeräte ab, zack, hell. Knappe. Okay, langsam weiter zum Bunker. Links halten. So ein Scheiß, ey, dieser Licht in Arm ist doch so für den Arsch. Den einen erwischt, der nicht runtergerannt ist. Jemand getroffen? Ja, links ist tot. Respawn uns immer noch an. Ach, oh, nee, doch nicht. Mist. Ja, okay, ja. Fantastisch, ey. Der lag auf 220. Ich hab doch gesagt, rechts ist einer gerannt. Schalldämpfer von uns, rechts. So verstanden. Das ist Famous. Hast du den Famous?
Kopf unten halten, alle. Hier befinden sich drei Flakgeschütze, die ihr unschwer auch hören könnt. Es befinden sich drei bewaffnete Türme. Jeweils. Hast du den Famous? Nordwestlich, ja. Südwestlich. Sehr schön. Dann erst nochmal aufklären. Befinden sich dort vier Scheinwerfer, die momentan, ich weiß nicht warum, RPE-mäßig, alle nach Südosten und nach Südwesten schauen. Demnach ist die nördliche Seite erstmal ohne Scheinwerfer liegen. Okay, zu den Bunkern vor. Zwei bleiben hier, machen Deckung. Mila und. Nee, Mila, du gehst mit vor, Kodiak, du gehst mit vor, Bro-Kollege ist vor, Famous, du bleibst mit mir hier, wir decken sie zum Übergehen. Die auf die Hauptstraße gerichtet sind. Des Weiteren hat von hier ein Truck im inneren Hat da gerade noch einer geschossen beim Sandsack? Irgendwo da ist noch einer. Auf nordöstlicher Seite. Famous in Ordnung. Ich denke, ich habe ihn erwischt. Okay. Ja, ja, sein Kopf ist weg. Famous, geht's dir gut? Ja. Yep. Okay, dann langsam vor. Viel Spaß noch. Ja, so. SF1 hört. Hat SF1 mitgehört? Ja, positiv, so halb. Wir sind nordöstlich an der Bunkerstellung gleich angekommen und können dann erstmal nochmal genauer aufklären. Oh Gott, wir verstanden. Okay, Famous, jetzt wir beide. Na dann, ciao. Ja, ja, tut! Leichen, oder beziehungsweise Körper zu schauen, ob die noch leben. Nee, nee, da. Wieder ein Fehlschuss, ja? Nee, nee. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der hier lebt, weil er im Magazin steht, aber anscheinend ist das was. Werden beschossen, ne, Mila? Nicht, dass du gleich umkippst und tot bist. Berlin, ich hab keine Lust, das Spiel nochmal zu starten. Mila ist so, nee, Saturn. Nein, ich bin noch Scheinwerfer. Ich denk so, ich höre nur, wie dieser hier was einschlägt. Wir werden doch beschossen, oder? Ja, werden wir auch. Soll ich Scheinwerfer ausschalten? Positiv. Boah. Wird jetzt aber ein Glücksschuss. Keine Ahnung. In welchen Scheinwerfer kümmerst du dich? Den auf dem Dach gerade vor, der am nächsten ist. Da wo die zwei sind. Hinter uns, ist eins. Heißer, hinter uns kommt gerade. Hallo, keine Sicht mehr. Hab ihn. Ja, mach was dagegen. Ist tot. Anstatt was zu sagen, handeln. Ja, ich kann mit dem Teil bis nicht. Ich möchte feuern, jetzt schießt. Ja, Feuer frei auf alles, was sich bewegt. Geht bitte den Einschalter noch so lange wie möglich am Leben halten, wenn ich was sehe. Kodiak, willst du unbedingt sterben? Ja. Ich hab das gleiche Verlangen, ja. Ich krabbel. Oh. Ja, Kodiak, du bleibst in Deckung. Geht sonst ein Hut? Hab ihn. Noch geht's allen gut, ja. Der ist 23 aufzuschalten. Mach. Erste Schütze down. Brokkoli, Famous, ihr deckt noch ein bisschen nach hinten. Ne, Kodiak und Famous, ihr deckt ein bisschen nach hinten ab. Zweite Schütze down. Sehr schön. Gemeldet waren drei, oder? Oh, Treffer! Sunny! Oder was? Debacke, bitte mal drücken. Laserpunkt kommt, der hier in der Gegend. Ich ruf schon noch einen Medic, wenn ich anbrauche. Da lungert alles unten voll. Naja, die schießen hier hoch. Ich kann nicht weitermachen.
dafür, dass wir von hinten beschossen werden. Ja. Olli? Weiter. Was? Könnt man eben deine Fehler durchführen. Willst du ihn? Ich will nur in die Bunker. Ja, Kopf runter, Kopf runter. Famous, cool, alles im Griff. Oh, Kodak ist oben. Ziemlich nah. Sein ist tot. Sehr schön. Wieso hat er nicht hingeguckt? Oder wurde von links rechts erschossen? LOL. Der Sack hat sich den Baum aus Decken genommen. Steht da jetzt Kodiak oder steht da nur, weil man ja gebuggt? Buggt. Pixel buggt vorne nämlich auch rum. Ja, also der ist schlechte Support für Marksman möglich. Ich bin auf Pistole runter. Ja, nimm der Kodiak seine Waffe. Wurde getroffen. Dann. Russe? Also, ich hab sie. So, wieder da, sorry. Schämt sie immer mal Waffe? Ja, mein nächster Vorschlag wäre, dass wir uns so langsam mal herunterbegeben. Was haltet ihr davon? Okay. Wir werden uns jetzt mal da langsam runter bewegen, würde ich sagen. Hört ihr mich eigentlich noch? Aus irgendeinem Grund, ja. Leute, ihr hört mich? Ja, egal, ist doch still. Wir würden uns hier nicht runterbewegen, hier laufen noch ein paar Typen rum. Oh, die sind gegenüber auf dem Berg, Achtung! In 250. Ja, wir sehen's. Ich bin ja mal Rückendeckung, ich hab aber nur eine Kurzwaffe. Ich dachte, die haben keine Nachtsichtgeräte, aber die können alle wunderbar sehen im Fenster. Ist klar. Um das Spiel. Haben wir jetzt noch jemand verloren? Nee. Ja, ich bin tot. Diese, Brokkoli ist hin. Okay, dann sei still. Egal, wir... Ich dachte, die sind dunkel. Ruhe! Hier SF1 an Alpha kommen. Kodiak, Brokkoli, zieht euch mal bitte einfach in den anderen Channel und dann könnt ihr ruhig quatschen. Hier SF1 an Alpha kommen. SF1 an Hauptquartier kommen. Wow.